Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part des Let's Plays The Order 1886. Jetzt geht's weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Let's go! Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie's. Aha. Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Und die wäre? Darf ich die mal angucken oder ausprobieren? Wäre noch geiler. Scharfschützenkarabiner SX-84. Ich liebe ja Scharfschützengewehre. Sie hatten immer ein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Na klar. Nachladen und ab geht's, würde ich mal meinen. Einmal zielen bitte. Hallo? Mann, ist das komisch, mit dem zu zielen. Oder überhaupt was zu machen. Gut ausbalanciert. Ah, das sehe ich nicht ein. Nö. Bis ich da mal was anvisiert habe. Guter Schuss. Na endlich, jetzt darf ich mal anvisieren. Einmal und... Nein, der war jetzt zu... Ja. Und einmal noch direkt in der Mitte. Harter Rückstoß. So. Und die kann sogar noch ruhig halten. Ja, Mann. Perfekt. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Oh ja. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Ja, gerne. Aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Du bist ein Spielverderber. Oh, das Monokular, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denkt dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Quelle joie! Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Kapitel 3. Ungerechtigkeiten. Früher war das einmal ganz anders. War das früher mal ganz anders, aber jo. Jetzt ist es anders und für mich trotzdem noch ein Spaziergang. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Ich gehe mal
klassisch hoch. Vielleicht ist hier noch was, aber nö. Dann gehe ich hier hoch. Also hier runter zu ihm. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Jo, klar, mache ich. Und warum muss ich jetzt durch? Ja, nee, jetzt darf ich trotzdem da hoch. Warum wo? Ja, nee, ist klar, sie darf. Nö, ist klar. Was ist denn das? Die Asche ist noch warm. Ah, so ein Scheiß. Lykanthropen sind ja nichts Schlimmes eigentlich. Nur weil sie anders sind. Meine Fresse. Mit ein bisschen Verständnis würden sie sicher auch nicht jeden anfallen. Ich bitte euch. Es gibt sicher ein paar Ausnahmen, aber... Lafayette. Trotzdem. So einfach geht das. Er wird bezahlt. Er wird bestochen, damit er die Schnauze hält. Ey, kann man hier... Wenn ich mit euch fertig wäre, würdet ihr bluten. Oh Mann. Solche Revolten. Was geht denn hier ab? Ihre Aufmerksamkeit, Unsterblichen, indem sie ihre Ritter ausschickt, um unsere Heimat im Namen von Gesetz und Ordnung zu schänden. Wo ist das Gesetz, frage ich euch? Ich sage euch wo. Tot und begraben. Und wo kein Gesetz ist, müssen die Leute aufstehen. Aufstehen und kämpfen. Und ihr Recht zurückholen. Wir wurden Sie entdeckt. Sagen euch, es war niemals besser. Sie sagen euch, England macht Fortschritte. Was hat euch der Fortschritt gebracht? Abscheuliches Land. Manche nicht mehr als ein Geländewagen. Ich weiß es nicht. Ich schwöre. Jetzt müssen wir durch eine enge Gasse durch. Oh mein Gott. Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Was? Mach das nochmal, Alter. Brich ihm den Arm. Aber richtig. Und tschüss. Wollten Sie sich Ihre Hände nicht schmutzig machen? Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Der Ripper? Ich wusste es nicht. Der hat aber nicht gerade viel ausgehalten. Ja, jetzt ist Bissunsicherheit. Also wenn ich damit mit dem locker fertig werde, mit dem Fatzke hier, was will der denn bitte? Ich... Wir sollten durch diese Tür gehen. Aha, sollten wir vielleicht. Aber erst gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht, ja genau, wegen sowas. Angriff auf Mayfair, oder wie man das ausspricht. Okay, jetzt können wir gehen. Meiner Meinung nach habe ich jetzt alles erkundet. Und mal gucken, was jetzt hier so abgeht. Ja, nee. Ja, eben, jetzt, das verstehe ich nicht. Ich habe es doch abgegeben. Warum habe ich es jetzt wieder? Ach nee, das ist das da. Weil ich habe es bei meinem Onkel mal gesehen, aber wenn ich das hier abgebe, wann bekomme ich es wieder? Wie geht das denn? Einmal. Zweimal.
dreimal. Und jetzt einfach mal reingehen und hallo. Ist wer zu Hause? Hi. Habt ihr mich vermisst? Nicht, ist aber nicht ein freudiger Empfang. Ein bisschen leer. Hi! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben, dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Her damit. Und viel Spaß, Boss. Ganz ruhig, Monsieur. Eine wow. kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Aha. Schade, gibt es hier den Spectre-Status nicht, der mich dazu befugt, wie soll ich sagen, die Waffen bei mir zu behalten oder so militärstylmäßig. Aber nö, ich muss es abgeben. Ein andermal. Bist du des Wahnsinns? Ja. Das glaube ich gerne. Ja, ich auch. Und du. Was bist denn du für ein steifer Kerl? Ja gut, du hast dein Mädchen, aber okay. Ansonsten hätte ich deine Reaktion jetzt nicht verstanden. Die Raben von London. Sie organisieren sich. Okay. Das ist also ihr Wappen, oder was? Und rennen darf ich auch nicht. Was ist denn das zur Hölle? Ist das wieder... Nö, das muss ich nicht mehr angucken. Dann gehen wir mal zu ihm hier. Okay, wir haben keine Zeit für Spiele. Wir müssen einen Ausgang finden, schnell. Ja, nicht die Pfosten schon wieder. Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Okay. Gute Idee. Dann nehmen wir doch das mal dankend an. Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Ich denke mal schon. Und jetzt? Hier lang, Schatz. Hier rein. Hey! Der ist auch nicht schlecht. Wo ist der Franzmann? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! Okay. Oh. Nicht Hallo. Zensiert. Also echt genial. Also jetzt gefällt mir das Spiel. So, hier hast du. Also, sowas geht dir mal gar nicht klar. Darf ich hier meine Waffe nicht aufmachen? Wir gehen hier einfach straight raus. Aber erst, wenn ich hier noch nachgeguckt habe, aber hier ist nichts. Dann mal gucken, wo wir hier hingehen. Hier hoch. Jo, auf den Dächern ist es auch schön, alle Assassin's Creed. Jo. Aber bevor wir hier weitergehen, würde ich sagen, beenden wir hier gleich den Part. Hier oben. Oder wo geht es hier lang? Hier hoch noch. Wir sind Eindringlinge. An die Waffen und los. Lafayette. Na toll, die gehen schon an die Waffen, ich will nicht. Hier ist ein guter Speicherplatz. Und ich würde sagen, beenden wir den Part hier. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, The Order 1886. Tüdelö.